am Mittwoch, den 7. März gegen 12.40 Uhr, wurde hier an diesem Leinpfad in Heidelberg-Neuenheimer Feld eine 47-jährige Joggerin von einem bislang unbekannten Täter von hinten mit einem Stein attackiert. Dieser versuchte dann noch mehrfach mit dem Stein auf die Frau einzuschlagen. Diese wehrte sich massiv gegen den Angriff, worauf der Täter dann von ihr abließ und in Richtung Innenstadt wieder geflüchtet ist auf dem Leinpfad. Sie machen jetzt heute hier eine sogenannte Tatortrekonstruktion. Was bedeutet das genau und wozu ist das gut? Teilweise wären Tatabläufe, die uns bekannt sind, beispielsweise in diesem Fall durch das Opfer, die werden hier nachgestellt von einem Kollegen und von einer Kollegin. Der Kollege, der den Täter simuliert und die Kollegin, die das Opfer simuliert. Da werden verschiedene Sequenzen durchgespielt und natürlich videografiert. Und das spielt dann in der Beweisführung bei einem möglichen Gerichtsverfahren dann auf jeden Fall eine Rolle. Jetzt ist die Tat ja schon über 4 Wochen her. Wie groß ist denn die Hoffnung, den Täter noch zu finden? Ja, die Hoffnung ist natürlich nach wie vor da. Wir erhoffen uns auch durch solche Sachen hier mit dieser Tatortrekonstruktion, dass sich Zeugen wieder bei der Polizei melden, dass verdächtige Personen weiterhin den Polizeidienststellen gemeldet werden. Weil ist es durchaus möglich, dass ein Täter beispielsweise ähnliche Taten begeht oder sich verdächtig verhält, auch in der Nachfolgezeit. Es wurden bislang 107 Hinweise der Polizei weitergegeben. Nach erster Durchsicht war da kein heißer Hinweis oder der Tipp, der uns zu einem Tatverdächtigen führen könnte, dabei. Müssen die Heidelberger Angst haben, jetzt hier am Leinpfad auf ihrer Hausjoggingstrecke unterwegs zu sein? Angst haben sollte niemand. Ich sag bloß, man sollte sensibel mit der ganzen Sache umgehen. Man sollte aufmerksam als Jogger unterwegs sein. Sollte seine Umgebung beobachten. Vielleicht nicht unbedingt Strecken benutzen, wo niemand mehr unterwegs ist, sondern wo vielleicht auch ein bisschen Verkehr ist. Beispielsweise hier auf dem Leinpfad ist sehr viel los. Man sollte ja einfach aufmerksam unterwegs sein. Ein bisschen sensibel auf die ganze Geschichte reagieren. Aber Angst zu haben braucht niemand.